Im nächsten Schritt habe ich eine halbe Tasse Öl dazu gegeben. Das habe ich jetzt schon reingeschüttet, meine Lieben. Wie ihr seht, brutzelt es schon fleißig vor sich hin, weil jetzt die Tomatensoße in dem Öl, ups, zu viel Rauch, quasi frittiert wird. Frittierte Tomaten. Ja, dadurch gibt es einen definitiv leckeren Geschmack. Und das machen wir jetzt für die nächsten 10 Minuten. Aber wir geben auch gleich unseren Turmeric und den Ingwer dazu. So, jetzt habe ich meinen Ingwer und den Turmeric dazu und rühren, rühren, rühren. Ja, und wie ihr seht und wie ihr hört, meine ich, bin ich nicht mehr alleine. So, rühren. Ei, wie ihr seht, setzt sich das Öl schon richtig schön ab und am Schluss muss dann das Öl nämlich oben schwimmen. Aber momentan frittiert das Ganze noch. Na, einmal umrühren, weil umrühren, umrühren ist jetzt so wichtig. Das brennt nämlich mega schnell an. Also immer fleißig rühren, Leute. Dann mal wieder aufhören zu rühren und das Öl absetzen lassen. Jetzt gebe ich gebe jetzt meine Zwiebeln und den Knoblauch dazu. Das soll nämlich jetzt mit frittieren. Umrühren. So, dann mache ich jetzt den Deckel drauf und lasse das weiter frittieren. Bis gleich. Öl schaut so lecker aus. Ja. Es muss immer noch brutzeln und ich muss wieder umrühren. So wichtig. Rühren, rühren, rühren. Ja, ist so. Wenn du nicht rührst, dann brennt das Zeug an. So, also immer noch schön weiter rühren für die nächsten 10 Minuten. Ja, und jetzt gebe ich noch ein bisschen Wasser dazu, einfach damit es nicht so schnell anbrennt, Leute. Ein bisschen habe ich dazu gegeben. So, weiter brutzeln. So, jetzt gebe ich noch einen Löffel Crayfish rein. Das kriegt ihr in einem Afro-Shop, kann man das kaufen. Das sind getrocknete Shrimps, Garnelen. Garnelen, ja, Genau. Garnelen, Garnelen. Okay, einmal rühren. Ich habe noch mal ein bisschen Wasser dazu gegeben, damit es einfach ein bisschen flüssiger ist. Aber das Öl wird trotzdem am Schluss drauf schwimmen. Was Gutes. Ja. Und ich bin immer noch am Brutzeln, weil die Soße muss echt lang kochen, damit der Geschmack rauskommt. Jetzt mache ich noch einen Maggi-Würfel rein. Ja, Maggi-Würfel kommen rein. Ich mache einen Dreiviertel rein, der ist ziemlich groß und der Geschmack soll ja noch ein bisschen bleiben. Umrühren. Also die Soße ist jetzt fertig. Wie ihr seht, schwimmt hier auch das Öl ganz schön oben. So soll es dann sein. So ist es fertig, wenn das Öl schwimmt. So. Genau. Ich serviere das Ganze mit gekochten Eiern. Die mache ich noch in die Soße rein und Fisch. Man kann auch noch Chicken reinmachen. Dann weißen Reis dazu und Bon Appetit! So, und hier ist das fertige Gericht. Es ist echt lecker. Hier ist der Fisch und die ganzen Zwiebeln und der Reis und das Ei. Ja, guten Appetit, kann ich nur sagen. Es schmeckt echt, echt lecker. Ciao!